Ja, es ist soweit, liebe Leute. Mit Part 25 wird heute Spyro 1 beendet. Schön, dass ihr einschaltet. Wir sind noch dabei, zwei letzte Fertigkeitspunkte zu holen, um uns dann die Galerie anzuschauen. So, und hier irgendwo, ja, soll wohl ein, ja, verborgener Baumstumpf sein? Oder wie war das nochmal im Handbuch geklärt? Hier, als erledigt, geil, ja, zerstöre den verborgenen Baumstumpf. So, oder besser, zerstör. Nicht zerstöre, sondern zerstör. So, und dann halt nochmal Nasty Nog. Und okay, gut, so, hier wurde mir schon als Tipp gegeben, also das ist wohl halt eher am Ausgang des Levels. Also mal erstmal hier nochmal ganz normal durch. Ganz normal, heißt nochmal alle Feen befreien natürlich, von wegen normal. Oder warte mal, muss ich die Feen überhaupt nochmal befreien? Guck, die Feen sind alle schon befreit, ist ja voll geil. Okay, gut, dann guck ich mal. Oh, guck mal, hier sind Bäume. Hier sind Bäume, wo ist der Baumstumpf? Warte mal, ach, da ist er doch, guck mal, da ist doch der Baumstumpf. Warte mal, wie von wegen Ausgang? Ach so, weil ich da nicht hochkomme. Okay, ich hab ihn aber gesehen. Da ist der Baumstumpf, das war ja schon. So, wie komme ich da jetzt hin? Okay, wenn der Tipp war vom Ausgang, soll ich etwa von da oben da hier hingleiten? Nee, warte mal, ich kann nur einfach... Wie kommt man? Guck mal, da ist auf jeden Fall der Baum. Oh, der ist jetzt nicht so wirklich verborgen, ne? Oder es sind nur Deko. Komme ich von... Ja, ich müsste irgendwie... Ich müsste halt irgendwie hier rauf. Ach, da muss ich hin. Von da aus komme ich da bestimmt drauf. Okay, gut. Ist ja auch mega schnell, ey, weil ja alles schon erledigt ist. Das ist voll cool. So, ab. So, ich muss hier durch. So, hups. So. So, komm, das ist auch wirklich der nicht. Das ist irgendwie einfach nur, das ist der Deko-Baumstamm. Der ist ja nicht gemeint. Bitte nicht. Ich teste das halt einfach, ne? So, wenn ich jetzt von hier darüber jumpe, das sollte gehen. So. Dann jetzt zu dem da. Oh Gott, bitte, bitte. Ja, das ist schon mal fail, Alter. Und wieder komplett ganz da unten gefallen. Okay, das sollte aber funktionieren. War bloß wieder ein bisschen doof. Gott, da frage ich mich auch, ob sich das in den nächsten beiden Spielen, ob sich das ein bisschen ändert. Dass du halt nicht wirklich so ganz krass irgendwie perfekt darüber springen musst. Obwohl, ich gehe mal davon aus, Spyro wird sich vielleicht mit einem neuen Funktionen oder neuen Attacken oder sowas, wird er sich aber relativ gleich steuern wie jetzt auch schon. Da würde ich mal von ausgehen, weil die haben ja jetzt nicht irgendwie, die haben ja schon alle drei Spiele auf einmal geremaked, da werden sie jetzt eine Art Spyro für alle Spiele genommen haben jetzt oder halt nochmal neu gestaltet haben. Von daher alles gut. So. Oh, komm schon, Spyro, Mann! Ist aber gar nicht so einfach einzusehen, wie hoch, wann ich dann wirklich am höchsten Punkt bin. Aber guck mal, der hält immer ein bisschen runter. Hö und runter. Der geht immer ein bisschen runter. Hö und runter. Das nervt. So, aber da muss irgendwie, ja, ist wieder so ein Pixel Perfect hier, so ein perfekter Sprung musste wieder sein. Man geht ja schnell wieder neu auszuführen, ne? So. Da muss ich irgendwie auf den, oder, das ist aber nicht zu weit weg. Oder? Vielleicht noch mal ein bisschen mit Sprinten dazu. Okay, mit Sprinten dazu. So, hier sind wir jetzt drüben. Wie komme ich jetzt hier rüber? Von welcher Seite am besten? Hups. Okay. Ist er das hier? Yeah, er war's. Okay, mit der Kopfgranate gegengeballert. Sehr schön. Ist ja einfach so ein Baumstumpf. Warum? Okay, egal. So, sehr schön, gucke ich das an. Jetzt noch mal auf zu Nasty. So, Nasty Nog. Ohne Damage muss ich ihn durchballern. Naja, mal gucken. Ich guck mal, ne? Also an sich weiß ich ja, wie der funktioniert. Auch an der einen Passage, ich muss ihm da wirklich schnell genug hinterherrennen, damit er nicht seine Runde nochmal erneut rennt. Ne? Ich muss da ein bisschen schnell sein. Und ja, aber ansonsten. Cool, muss halt bloß nochmal am Schluss aufpassen. Muss halt bloß nochmal am Schluss aufpassen mit dem, dass er da halt nicht so übel krass angreift. Zudem muss ich jetzt auf Anhieb. Los, komm! Verdammt. Dann kriegt man auch nie auf Anhieb, ey. Was soll denn das? So, komm. Sparks ist immer noch schön gelb. So muss er auch bleiben bis zum Schluss. Mann! Okay, ganz ruhig, ne? Lieber ruhig und gelassen. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Dann haben wir das letzte Achievement freigespielt. Jetzt aber, come on. So, erster Schlüssel. So, Nessinok schießt auf uns. Vorsichtig. So.
So. Ups, Mann. Verdammt. Zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt, die ich gar nicht drücken wollte. Oh Mann, bis hierhin wollte ich gar nicht hinterher rennen. Ist schon viel zu viel. So, okay, nochmal neue Runde, neues Glück. Nessie Nock, halt dich bitte zurück. Jung. Na, komm schon. Na, so, okay. Jetzt nochmal aufpassen, dass er mich hier nochmal irgendwie erwischt beim Schlüssel einstecken und dann haut er ja ab. Ja, ballert ja schon richtig so einfach los. So, okay. Jetzt schießt er, glaube ich, nicht mehr, ne? Jetzt haut er ja immer nur ab. Okay, gut. Jetzt ist er halt hier. Ich muss jetzt nicht perfekt hinterher rennen, weil der ist halt schneller. Ist halt klar. Ja, man muss halt ein bisschen gucken. Der wird nochmal gleich langsamer. Das wäre jetzt auch wieder ein lustig, wenn ich es auf Anhieb schaffen würde. Das wäre natürlich großartig. So, ich glaube, ich bin aber schnell genug. Ah, nee, doch nicht. Oh, der ist jetzt schon da. Mein Gott, wieso ist der denn so schnell? Oder ist es gescriptet, dass ich zwei Runden machen muss? Okay, vielleicht muss man zwei Runden machen. Ich hätte ihn voll treffen müssen. Ich kann mich irgendwann, ich war schon mal langsamer, ihm hinterher zu rennen. So. Ich glaube, okay, jetzt, guck mal, ist er irgendwie langsamer jetzt, oder? Oder bin ich wirklich schneller? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. So, und dann kommt das letzte, wo ich ja auch eigentlich nur, ich weiß, er schießt nicht, außer ganz zum Schluss wird er nochmal schießen. Und dann muss ich einfach ausweichen. Scheiße! So. Okay. Hier hatte ich ja erst so einen Schiss, ey, aber nö, ist alles in Ordnung. Der sollte halt nichts machen. So. Okay, hab's. So. Ganz sachte und vorsichtig. Hups. Hauptsache schön weit. Und jetzt kommt leider der letzte Schuss und dann muss ich einfach nur aufpassen. Ne? So. 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 Okay, was hast du vor? So. Und das war's. Yes! Fähigkeitspunkt erhalten. Supi. Du bist Toast, Nock. Jetzt bitte nicht nochmal die Credits, bitte. Bitte nicht die Credits. Ich will einfach nur... Okay, kann ich das überspringen? Ja, okay, gut, kann ich. Ja, Spybo, geil. Okay, kann ich überspringen. So, haben wir schon gesehen. Leute, damit haben wir alle Fertigkeitspunkte. Sehr, sehr geil. Und damit auch wirklich, ja, schade, dass man nicht mehr angezeigt bekommt. Ja, aber damit haben wir jetzt wirklich alles, was der erste Teil hergibt, gesehen und freigespielt. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, dass wir uns nochmal schön die Galerie angucken. Ja, dann wird der Part heute vielleicht mal ein bisschen kürzer. Ja, weil es halt echt jetzt doch schneller ging als gedacht. Hätte aber auch anders laufen können. Ich bin einfach zu cool für den Nestinog. So. Also, Handbuch, alles komplett, ja, keine weiteren Prozente mehr, schade. Hier, ihr seht's, Fähigkeitspunkte, Seite 1 komplett und Seite 2 komplett. Und jetzt haben wir hier die Glückwunsch, Teil 1 und 2 der Kunstgalerie wurden freigeschaltet. Y drücken zum Öffnen. So, ah, guck mal hier, das ist natürlich auch cool. Das sind hier die Original PlayStation 1 halt Artworks oder die Cover der Spiele. Ja, das ist schon cool. Also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, 2-1, tolles Spiel. Ganz, ganz tolles Spiel, hat super viel Spaß gemacht. Oh, hier das Redesign, oder? Oder ist das schon... Nee, das ist noch original, ne? Ist das noch Originalkonzept? Weil da unten ist... Auf jeden Fall ist da unten das alte Logo. Oder? Nee, ich glaube, das ist schon... Oder ist das schon neu? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich bin ja nicht damit aufgewachsen. Die geilen Ausdrücke, ey. Voll die coolen emotionalen Bilder. So... Geil, und Sparks freut sich auch voll. Ach, schick. Ah, nee, ich glaube, das sind schon die eindeutig die Remake-Konzept-Dinger. Die Norks. Auch geile, lustige Gegner. Natürlich haben die alle überhaupt nichts drauf. Sind richtige Flaschen irgendwie. Ja, keine Chance, weißt du? Und naja, aber trotzdem, ist cool. Traumweber-Narren. Ja, okay, das sind, ich dachte erst, das wären Hühner. Das sind ja Menschen. Ein bisschen komische Menschen mit Flügeln und manchmal keine Nasen oder Krallen. Okay, das sind irgendwelche Wichte. Das sind einfach Narren, Leute. Einfach Narren. Yeah, Riesenstiefmütterchen, gepanzerter Schrecken und Dämonenköter. Gepanzerter Schrecken. Ja, und die kamen ja alle bloß in einem Level vor. Naja, das ist ja trotzdem kreativ. Toasty. Ja, Toasty, wo ich überrascht war, oh, das war der Boss. Ja, wurde aber auch gesagt, dass die Bosse halt wirklich sehr einfach sind. Mir wurde auch schon öfter geschrieben, der zweite und dritte Teil, ne, das, was das angeht, die sollen wohl ein bisschen anspruchsvoller werden. Ah, ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Dr. Champ und Wirbelfiel. Und Dr. Champ, ey, der hält sich für obercool. Und warum ist Dr. Wirbelfiel, warum hat er keinen Körper? Das ist auch ein bisschen creepy. Ja, der Metallkopf, ja, der hatte auch nix drauf, ey, der konnte nix.
Alles luschen. Juck und Nasty Nog, alles luschen. Konnten nix machen. Oh ja, Artisan-Drachen, Delbin und Gavin. Boah, die haben die alle von Grund auf neu designt. Das ist so cool, so viel Aufwand. Nestor und Thor. Boah, sind das normale Drachen? Ne, ich glaube, so viele Bilder hat man gar nicht, ne? Friedensstifter-Drachen, Trondo und Boris. Dum, dum, dum. Magnus und Conan. Ey, wie schick die aussehen. Da muss man ja echt sagen, ein bisschen schade, dass man die nur ganz kurz gesehen hat. Ganz kurz immer mitunter, wenn sich jemand bedankt hat, war der 2 Sekunden auf der Bildschirmfläche und dann war er wieder weg. Okay, ne? Magische Künstlerdrachen, Zander und Jarvis. Oh, die sind alle so cool. Wie geil, guck mal, die machen sich Notizen auf ihren Flügeln. Ach, meine, so eine schöne Idee. Und der hat ganz merkwürdige Flügel, der hat so Kristallflügel irgendwie, ne? Ach, sind schöne Designs, sind echt schön. Aber tatsächlich, ne, keine weiblichen Drachen. Weiß ich nicht. Sind Drachen vielleicht, weil muss man sich mal mit der Mythologie, sind Drachen vielleicht immer männlich oder was? Ich meine, ne, es gibt ja auch Dracheneier. Also, obwohl, vielleicht gibt es bei Drachen, es sind mythologische Figuren. Ne? Die haben vielleicht auch keine Geschlecht. Ich meine, was mit Yoshi? Yoshi wird eigentlich als männlich klassifiziert, legt aber Eier. Vielleicht scheißen die Entwickler einfach drauf, die sein können. Wisst ihr, da würde ich auch sagen, Leute, es sind Fabelwesen, Drachen, ja, das sind alles Männer und die legen trotzdem Eier, Punkt. Kann man ja so machen, vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Monstermacher-Drachen, Cyprien und Bubba. Okay, der Bubba sieht aber aus wie Links, oder? Cyprien? Ach man, ey. Monsterdrachen, Damon und Zilke. Ja, was die, dass die auch alle so zum Stil halt passen, wo man die gefunden hat. Hier so das Sumpfgebiet, da hat er so ein paar flatterige Sachen rum und die haben so eine komischen Sumpfmützen auf und sowas alles, so als ob sie da wirklich leben und. Ach, die sind geil. Das ist echt schön. Und Traumweberdrachen, Kupano und Revilio. Auch so ein länglicher Drache, das ist alles so richtig schön. Schön. Ach, hat Spaß gemacht, hat gefallen. Traumweberdrachen nochmal, Unika und Mudada. Mit seiner Harfe da. So, da waren das jetzt echt alle Drachen? Ah, ne, eigentlich sind ja 80 Stück. Nein, ich glaube nicht, dass wir so viele doppelt hatten. Nur am Ende hin waren welche doppelt. So, okay, cool, das war nochmal die Kunstgalerie. Sehr, sehr schön. Ah, und damit ist jetzt wirklich jetzt, damit steht jetzt alles fest, weil das ist einfach alles gezeigt. Ich gehe wieder mit Spyro zurück in die Artisanen. Zack. Und ja, wie gesagt, ne, hoffentlich seid nicht sauer, dass heute der Part dann mal ein bisschen früher beendet wird, weil es echt bloß noch, ging schneller als gedacht. Hätte ich nicht gedacht, hätte auch anders sein können, dass ich länger brauche. Vor allem der Baumstumpf war sofort im Blickfeld. Oh, da ist er ja. Man muss halt nur wissen, wonach man sucht, ne? Deswegen, da werde ich dann im zweiten Teil ein bisschen mehr drauf achten. Ah, jetzt der zweite Teil, ich freue mich schon so. Der erste Teil hat so viel Spaß gemacht. Top-Spiel. Ist mir komplett egal, dass es das mega leicht ist. Trotzdem, ich freue mich. Wo sind denn die einzelnen Drachen eigentlich? Ne, dass sie jetzt irgendwie hier rumlaufen, ist nicht so. Die laufen immer noch die ganzen Gegner rum. Egal. So, wir beenden das Spiel. 100% abgeschlossen. Yeah, Spyro! Reignited Trilogy! So, 120% bei dem ersten Spiel Spyro The Dragon. Ach, guck mal, ich kann die Kunstgalerie sogar von hier aus auch noch gleich frei spielen. Cool. Warte mal, ist das? Ja, doch, okay, gut. Okay, ich glaube mal, bei allen schaltet man den Kunstgalerien frei, wa? Gut, Leute, das war Spyro The Dragon. Ich weiß nicht, ob ihr noch weiterschaut. Ich hoffe natürlich ja. Vielleicht haben ja Leute sich nur für den ersten Teil interessiert und sagen sich, nee, 2 und 3 wären bestimmt scheiße. Ich kann das nicht behaupten. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Spyro 2, Ripto's Rage. Wer wird Ripto sein? Warum ist er so am Ragen? Freue ich mich schon. Auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Beim nächsten Part also geht es weiter mit dem zweiten Teil der ganzen Trilogie. Ich freue mich schon. Ciao, ciao!